Hallihallo, liebe Magnetfischer, wieder am Start hier. Meine Ausrüstung, alles dabei: 100 Kilo Magnet, Wanne, Handschuhe, Handtücher. Hier will ich jetzt mal gucken, was es hier so bringt und was man hier so rausholt. Es wird nicht die einzigste Ecke sein hier auf dem Video. Da werden noch, ich schätze mal, ein, zwei, drei Brücken noch dazukommen. Mal gucken, wie viel ich hier abgerast gleich noch. Seid gespannt. So, eben gerade eine Nullnummer. Hier geht es jetzt weiter. Sieht ein bisschen interessanter aus. Ist auch nicht ganz so abgelegen. Da kann sein, dass hier einer aus Bequemlichkeit mal rangefahren ist und ein paar interessante Sachen entsorgt hat. Oder sonstiges. Wir werden jetzt hier starten und gucken, Erfolg haben mit der ganzen Geschichte. Ja, wie gehabt, am Geländer sichern. Kann ja mal sein, dass man zu weit schmeißt oder was. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den Brückenpfeilern kommt. Hier überall, die sind alle aus Metall. Bei kleinen Magneten kein Problem, bei großen wahrscheinlich nicht so toll. Und dann mal hier vorne erstmal so ein bisschen abfischen, die Geschichte. Und dann werfe ich hier gleich ein bisschen weiter raus und hole ihn wieder ein. Wollen wir mal gucken, was das hier so bringt, ne? Habe ich schon was. Ist wieder zu schwer, muss ich wieder mit beiden Händen machen. Melde mich. So, jetzt wird es interessant. Tresor haben wir gefunden. Hinten da, unten ist das Geld, Kleingeldfach schon rausgefallen. Aber hier haben wir den Tresor. Aufgebrochen, der Bursche. Aber den werden wir jetzt gleich noch genauer untersuchen. Erstmal muss ich jetzt den Magnet davon lösen. Und von dem Geländer natürlich auch. Da brauche ich leider wieder meine beiden Hände für. Aber seid gespannt, da gucken wir jetzt erstmal rein in den Kasten. Ja, aufgebrochener Tresor. Aber mal gucken, ob da noch was drin ist. Eindeutig hier, guck mal da, der ist geknackt. Und so sieht der Bursche aus. Das ist auch wohl schon ein bisschen länger her, die Geschichte. Das war da drinne. Das ist nichts, was man gebrauchen kann. Das wird hier diese Platine sein, die hier hinten reingehört. Einmal den ausleeren hier, den Burschen. Gucken, ob wir vielleicht noch einen Schatz finden. Ne? Ein bisschen Kleingeld. Ja, jetzt sehen wir es genau. Das ist quasi der Tresor hier. Hier haben wir noch ein paar Sachen drin. Das ist noch ein Portemonnaie hier. Schien mal was Gewerbliches gewesen zu sein. Sieht aus wie so ein Kellner-Portemonnaie oder sowas hier. Da haben wir noch ein Kellner-Portemonnaie drin. Zwei Geldtasche. Geldtasche ist hier auch noch drin. Okay, könnt ihr das alles sehen hier? Kellner-Portemonnaie, also Geldtasche. Kellner-Portemonnaie. Kellner-Portemonnaie. Ah, noch eine Geldtasche. Kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht Erfolg hatten, wenn da so viel Schniedelschnaddelkram drin ist. Ja, sonst nichts. Das war der Fund. Ist jetzt hier an der Stelle, geht gleich weiter. Zwei Geldtaschen, zwei Kellner-Portemonnaies oder Taxi-Portemonnaies oder was ich weiß, was das auch alles ist. Ja, sieht ganz interessant aus. Weiter geht's gleich. Ja, hammerhart. Das scheint hier ein beliebter Ablageort zu sein für Reste aus irgendwelchen
Einbrüchen. Wie gesagt, wir sind hier ziemlich idyllisch gelegen. Wir haben schon wieder eine Geldkassette gefunden und irgendein Metallteil, was da dran ist. Das machen wir jetzt mal ab. Könnte ein alter Wagenheber oder sowas sein. Das Ding machen wir jetzt auch mal ab hier. Diesmal haben wir eine Kassette gefunden. Das ist ja interessant, ne? Die schien auch noch irgendwie geschlossen zu sein. Oder ist sie geschlossen? Ne, ist sie nicht. Geldkassette. Natürlich leer. Wäre ja auch dumm, ne? Außer Matsch. Nichts drinne. Ja, jetzt packen wir mal zu den Tresor. Dann ist er nicht so alleine. Und dann wurschen wir mal weiter, wa? Das ist ja eine interessante Stelle hier, Hammer. So, Tresor, Geldkassette. Jetzt haben wir hier noch weitere Eisenteile gefunden. Wie gesagt, jeder Fund ist anmeldepflichtig. Bei der Polizei oder Bauhof oder so. Bei der Geschichte hier werde ich wohl wieder die Polizei anrufen. Habe ich bei der Lachgasflasche, die ich letztes Mal gefunden habe, medizinisches Lachgas auch gemacht. Aber ich werde hier weitermachen. Ich bin ja erst zu einem Viertel durch. Seid gespannt, das geht noch weiter. So, nächster Fund. Das wird hier wohl zum Polizeieinsatz, weil den Tresor und den ganzen anderen Kram holen gleich die Polizei und checken sicher. Ich habe hier so eine Todesfalle für Fische rausgeholt. Einer lebt auch noch. Auf jeden Fall sieht das so ähnlich aus, als wenn er noch lebt. Ich werde jetzt probieren, ihn auszusetzen. Wollen wir hoffen, dass er das übersteht. Theoretisch würde er ja sonst wieder hochkommen, ne? Das stinkt aber auch. Alter Schwede. Also der kommt nicht wieder hoch. Der hat doch noch sich bewegt und hat noch geschüttelt und gerüttelt. Aber ansonsten ist das Ding leer. Da war ein Fisch drin. Aber ist ja theoretisch eine Todesfalle, ne? Die kommen da ja nicht wieder raus, die Burschen. Dafür ist das Ding auch da. Aber war nirgendwo verankert, lag einfach hier so drin, ne? Ja. Wieder was Gutes getan für die Umwelt. Scheiß raus. Fisch gerettet. Komische Haken sind ja überall drin. Da gibt leider noch richtig einen auf den Deckel hier. Da donnert und blitzt da hinten schon. Dann werde ich mich hier wohl wieder von dann machen. So, mein Einsatz hier ist beendet. Jetzt zeige ich euch nochmal die Reuse, eine riesengroße Reuse, glaube ich, heißen die, ne? Fischreusen. Habe ich einen Fisch draus gerettet. Arme Kerl, er wäre sonst wahrscheinlich jämmerlich verreckt da drin. Ja, so ein bisschen Kleinkram, das räume ich natürlich alles vorschriftsmäßig weg. Highlights heute, Tresor und Geldkassette, Geldtaschen. Gewerbliche Portemonnaies von was ich woher. Die Leute entsorgen hier anscheinend allerlei. Ich werde jetzt noch auf die Polizei warten. Die nehmen die Geschichte auf. Mir wurde nämlich letztes Mal gesagt, aber ich glaube, ich bin schon gesagt, aber sage ich nochmal, dass man jeglichen Fund anmelden muss, ganz explizit natürlich solche Funde. Dazu ist man verpflichtet. Und ja, das mache ich. Will ja auch keinen Stress haben und weitermachen, ne? So soll das sein. So, da hinten kommt der Polizeibus angerollt. Den will ich nicht direkt filmen. Kennzeichen, Gesichter und sonstiges wollen wir ja hier nicht drauf haben. Dem werde ich das jetzt alles eben erzählen, wie das hier abgelaufen ist. Ja, guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind natürlich immer gern gesehen. Schütteln und rüttelt jetzt ein bisschen, weil ich es rangezoomt habe. Da vorne kommen sie angerauscht. Ja, und zwar wegen der Geschichte hier. Tresor und Geldkassette. Ja, andere Videos angucken, Klicks und Abos immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao und goodbye. Hallihallo, heute wieder Magnetfischen für euch. 100 Kilo Magnet, schöner fetter Kanal. Mitten auf dem Land. Da bin ich mal gespannt. Wenn man ein bisschen näher an die Dörfer angeht, dann hat man ja meist Fahrräder und so am Haken. Gucken, ob wir hier was Interessantes haben. Mein spektakulärster Fund bis jetzt waren
Bajonett aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise aus dem Ersten, das weiß ich nicht ganz genau. Da habe ich recherchiert, aber die Form und so wie das aussah, das war im Ersten und so wie auch im Zweiten. Also das ist meine Ausrüstung für heute. Natürlich habe ich noch eine Schüssel, einen Eimer und sonstiges mit. Handtuch zum Hände abtrocknen. Ja, los geht's. Tja, leider war das ja auch nichts Spektakuläres. Jede Menge Eisen wieder rausgeholt. Eisenträger an alten wieder. Denn könnte das hier eine alte Antriebswelle oder Wagenheber sein? Ja, von der Regenrinne. Und dann war es das auch schon. Ja, guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao und goodbye. Hallihallo, heute mal wieder Magnetangeln. Sprich mit meinem 100 Kilo Magneten, 100 Kilo Zugkraft. Bisschen Ausrüstung dabei, eine Wanne, falls man was findet. Ein Eimer, den ich gleich mit Wasser fülle, damit ich mir die Hände reinigen kann. Ein paar Handschuhe. Ja, wir sind hier an einer kleinen Brücke bei einem kleinen Kanal. Und wollen wir mal gucken, ob wir hier was Spannendes finden. Ist nicht viel Wasser drin, aber für unser Vorhaben hier oder für mein Vorhaben reicht das aus. So, meine beidseitig bestückte Leine. Eine Seite mit Gewicht und Haken. Andere Seite der 100 Kilo Magnet. Wollen wir jetzt erstmal zum Einsatz bringen. Und dann wollen wir mal gucken, was der so Feines da findet. Oder auch nicht. Ja, Nagel hängt schon dran. Ja, wie gesagt, 100 Kilo sind natürlich fraglich, ob das einen Sinn hat oder nicht. Weil es echt eine Menge Zugkraft ist, wenn das mal irgendwo gegenkommt. Was ihr euch in den anderen Videos angucken könnt, hat man natürlich sofort das Problem, dass da hängt jetzt eine ganze Menge dran, ich hole das mal eben hoch, dass man den natürlich schlecht irgendwo abkriegt, ne? So, die erste Ausbeute für heute. Mal wieder Schrauben, Nagel und ja, das ist ein bisschen weiter wegpacken hier. Und jede Menge, ja, Rost, wie kann man das auch immer nennen? Also zersetztes Metall in Form von Spänen und sonstigen Kram. Da hätte man natürlich lieber Geld da dran, ne? Ja, hier ist schön idyllisch, aber leer gefegt. Da war nicht viel drin. Für die Umwelt gut. Ne, weil teilweise liegen da auch Fahrräder und all solchen Sachen drin. Für mich natürlich nicht so schön. Aber mein 100 Kilo Magnet hat ordentlich Metallschrott rausgeholt. Das ist ordentlich. Eine Handvoll. Aber ich gehe jetzt weiter zur nächsten Brücke und zwar da hinten. Und seid gespannt. Da könnte mehr drin liegen, weil das ist eine Hauptverkehrsstraße. Da wollen wir mal gucken, was wir da rausholen. Jo, jetzt sind wir hier an der Brücke, Hauptverkehrsstraße. Rechts und links. Eine Seite kann ich von hier aus machen, andere Seite mache ich gleich von der Wiese aus. Da wollen wir mal gucken, was hier so Feines drin liegt. Tja, matschiges Schild, dazugehörige Eisenstange, wo es mal dran gehangen hat. Ansonsten nix, dann kommt die andere Seite. Ja, bis jetzt eine Nullnummer, jetzt haben wir hier nochmal eine Eisenstange rausgeholt. Glaube ich zur
zur Stromführung für Weidezäune, so eine Weidezaun Einstange. Ansonsten war hier nichts, aber es geht gleich weiter. Ich habe da vorne noch so einen Weiher gefunden. Da werde ich gleich auch noch mal was reinschmeißen. Ja, das war heute ein mäßiger Erfolg am alten Mühlenbach bzw. Mühlenteich. Ja, alles probiert, aber wahrscheinlich schon durchgereinigt von der Stadt. Alles rausgeholt, ein paar Eisenstangen sind drin gewesen und Schildchen und so ein bisschen Klöterkram. Aber ansonsten war das nichts. Aber guckt euch meine anderen Videos an. Da habe ich schon ein, zwei richtig gute Funde gemacht. Eine Lachgasflasche, ein Dolch bzw. ein Bajonett und anderes. Ja, wie gesagt, guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao und goodbye.